Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, es ist noch sehr, sehr früh am Morgen, ja. 1 Uhr nachts oder so. Ich nutze mal die Zeit, um ein paar mächtige Juwele herzustellen. Oh, da brauche ich obersten Schleifstein. Okay, nee, wo gab's die? Wo ist er? Da. So, gehen wir mal raus. Man sieht ja schon 10 von den Käfern. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt. Ich hatte zwischen den Aufnahmen unter dem Schuppen ein paar von denen gefarmt. Und das nutzen wir gleich aus, um hier ein bisschen mächtige Juwelen herzustellen. Du kommst hier mit rein. Weil ich möchte persönlich ein bisschen meine Waffen natürlich jetzt verbessern, wenn ich weiß, dass es auf dem Weg geht, schnell an solche Käfer ranzukommen. Und ich möchte vor allem meine Axt verbessern, weil die Axt ist eigentlich eine Waffe, die ich häufig nutze. Ich muss nur aufpassen. Man hört es schon. Hier draußen läuft eine Wolfsspinne rum. So. Hab ich Galoppi, Vater Papi? Ja, oder? Schnell hier durch. Schnell hier durch. In der heutigen Folge wollen wir uns den klebrigen Schlüssel holen. Wahrscheinlich habe ich schon das Thumbnail dementsprechend angefertigt. Wir müssen mal schauen. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich als Thumbnail nehme. Wahrscheinlich den Schlüssel an sich. Um zu denen hinzukommen, müssen wir auf den Rasenmäher drauf. Und zwar müssen wir zu dem... welcher ist es? Dem hier. Zu dem müssen wir hin, zu der Sternmarkierung, dass wir auf den Rasenmäher drauf kommen. Auf dem Rasenmäher gibt es noch ein bisschen Science zu holen. Dazu ist zu sagen, auf dem Rasenmäher hat man kein Baurecht. Deswegen konnte ich die nicht markieren. Aber da oben gibt es noch ein bisschen Science. Und die hole ich mir auf dem Weg auch gleich noch. So. Hier mal durch. Da mal lang. So. Zap, 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 zap. Muss mich beeilen. Au. Hat weh. Nein, noch mehr. Keine Ausdauer mehr. Schnell weiter. So. Richtige Markierung dort. Bin verwirrt. War der Rasenmäher? War das Ding dort? Ja, ja, hier muss ich hin. Hier ist die Markierung. Kann ich eigentlich schon wegmachen. So, jetzt heißt es Jump'n'Run. Oh ja, oh ja. Mal gucken, ich muss hier oben zu der Science hin. Und da bin ich. Sehr schön. Ja, die hast du. So, zack. Muss nur aufpassen, hier oben sind auch Tigermücken. Muss man so ein bisschen vorsichtig sein, was man hier macht. Irgendwo war hier noch Science. Ich glaube hier. Ah, da komme ich nur übers Blatt drauf. Ah, die Tigermücken sind nicht da, weil ich die zwischen den Aufnahmen platt gemacht habe. Sehr schön.
So. Da auf dem Farbeimer ist auch eine Dose. Ich weiß nicht, ob das hier als Wegmarkierung gilt. Die können wir uns vielleicht auf dem Rückweg holen. Oder wir können es auch einfach jetzt probieren. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich eine Dose. Naja, vielleicht hole ich mir den anderen mal. Ich glaube, der Schlüssel ist jetzt einfach mal wichtiger. Ich muss erstmal hier lang, weil da vorne ist auch nochmal Science. Fackel sparen. Ich möchte nicht dauernd meine Fackel verschwenden. Ist noch irgendwo ein Zahn. Unter mir ist wahrscheinlich noch irgendwo ein Zahn. Den ich nicht markiert habe. Naja. So, da vorne ist auf jeden Fall Science. Da. So. Habe ich die. Gut, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Kann ja mal ganz kurz über die Kamera gucken, wo dieser Zahn ist. Warte mal ganz kurz. Bob. Recam. Ach, der ist da. Muss ich mal schauen, ob ich das auf dem Rückweg hinbekomme. Müssen wir mal schauen. Weil ein Zahn wäre mir schon lieb. Ich muss ja jeden Zahn jetzt ganz genau unter die Lupe nehmen, weil so viel dürfte es nicht mehr geben. Aber es gibt noch ein bisschen was zu holen an Verbesserungen. Jeder Zahn ist wichtig. So. Die Jump'n'Run-Action, die geht jetzt weiter. Jetzt kommt mein Hassfreund, der Efeu. Oh boy. Die Hecke ist nichts dagegen. Dieses Blattwerk der Hecke, wo wir die ganzen Raw Science-Dinger geholt haben einst. Nichts gegen das. Hier wirklich vorsichtig sein. Bloß nicht runterstürzen. Sonst darfst du den ganzen Weg nochmal laufen. So, hier durch. So. Da drauf. Hier hoch. So, und hier ist meine Markierung. Kann ich jetzt schon mal wegmachen. Eins war ich hier oben und dachte mir... Wow, hier ist ja mal 0, nichts. Naja, dann baue ich wenigstens den Mist ab. Ja, jetzt passt mal auf. Soll ich euch sagen, warum der Schlüssel der klebrige Schlüssel heißt? Weil er im Kaugummi drin ist. Weil er einfach mal im Kaugummi drin ist. So. Ich habe mich dazu entschieden... in das Thumbnail wirklich das Ganze so reinzuarbeiten. So. Da seht ihr ihn. Den klebrigen. Der klebrige Schlüssel. Noch mit Kaugummi beschmutzt. Bah. Wunderschön, nicht wahr? So, und den sammeln wir jetzt ein. Dankeschön. Hier mach ich auch noch kaputt. Zwischen den Aufnahmen war damals das Problem, dass ich nicht vorher abgespeichert hatte. Und da musste ich sehr viele Dinge neu machen, sehr viele Markierungen neu setzen, weil ich ihn freigelegt hatte. Und ich wollte ihn nicht freilegen zwischen den Aufnahmen, sondern mit euch gemeinsam freilegen. Da hinten, da ist das Verhasste.
das absolut verhasste Forschungsdingensbummens. So. Jetzt holen wir uns noch den Zahn, wenn ich Glück habe. So, da ist er nicht. Der ist beim nächsten, oder? So, jetzt muss ich nur gucken. Uff. Zahn geholt. Sehr schön. So. Komme ich hier einigermaßen angenehm nach unten? So, jetzt bin ich natürlich wieder beim Oxbeetle. Der wird sich freuen. Ah, Kleider, hältst du das aus? So. Oh, hier lag noch ein Splitterpfeil rum. Hä? Woher kommt der denn? Gut, welche Markierung war's? Ja, ich muss mehr in die Richtung. Das ist, glaube ich, die 600er da vorne, oder? Oder ist die 300er? Wir werden schauen. Wir werden schauen, welches ist. Ich konnte ja auf dem Reifen nicht direkt eine Markierung setzen. Ich musste sie daneben setzen. So. Aber jetzt werden wir herausfinden, was in der Truhe ist. Da freue ich mich. Müsste ja rein theoretisch ein Zahn sein, weil mir wurde ein Zahn oder die Anwesenheit eines Zahnes versprochen, als ich dort in der Nähe war. Muss ich nur mal gucken. Da ist der Reifen. Wo habe ich die Markierung hingesetzt? Ich glaube, da vorne. Ich finde es übrigens au! Nicht so toll, dass der Schlüssel in dem Kaugummi nicht markiert wird. Oder besser gesagt, nicht angezeigt wird, hey, da ist ein Schlüssel. Oder, hey, mach mal den Kaugummi kaputt, da ist was Schönes drin. Bei 1 gab es ja schon mal einen Kaugummi, der hatte einen Zahn verdeckt. Da wurde mir das angezeigt. Da wusste ich, aha, du musst ihn kaputt machen. Jetzt musst du ja wirklich alles kaputt machen, weil es könnte sich darunter was ergeben. So. Oh, jetzt kommt der unschöne Part. Jetzt kommt der echt unschöne Part. Bei mir ist ein Ladybug drinne. So. Möge sie sich öffnen. Au. Ey. Ohne Flachs jetzt. Ach, von der anderen Seite. Hier ist ein Rezept. Oh, 2 gleich. Boah, ihr Viecher nervt so. Ich muss da mal gucken, was das für ein Rezept ist, aber ich muss hier erstmal. Ich war gerade abgelenkt. Sorry. So, herstellen. Gibt's hier was Neues? Hier gibt's was Neues. Sprengpfeile. Ist das Rezept dafür jetzt gewesen? Sprengpfeile? Ich habe jetzt wirklich nicht drauf geachtet, weil mich diese Viecher genervt haben. Ist so furchtbar. Die sind hier in Masse vorhanden und die sind so dermaßen stark. Was gibt's hier nochmal Neues? Oh, der Anhänger. Zum Anhänger ist zu sagen, ich habe mich informiert. Der ist mächtig. Der verbessert einfach alles. Grandioser Anhänger. Aber muss ich mal gucken. Zeugs. Schlecht das Rezept. Industrie herstellt besonders tödlicher Waffe. Ja. Rostschaden, ja. Okay, es steht nicht direkt da, was es ist. Aber sind das wirklich die Pfeile? Sprengpfeile? Dass ich die jetzt herstellen kann? Meine. Wow. Haben wir's.
Aber Schwarzpulver, hey, das ist so selten. Mach doch keine Pfeile da draus. Ist hier oben nichts Neues? Seht ihr, wie hier bei dem Salzmoorenstern, auf sowas hätte ich gezählt. Toll, ich kann jetzt Sprengpfeile herstellen, sehr schön. Die ich ja eigentlich auch finden kann. In dem Lager von Dr. Wendell Tully. Es tut mir jetzt übrigens schon für euch leid. Ich entschuldige mich schon voraus, wenn ich jetzt hier rumfluchen werde, noch und nöcher, weil ich hier nicht rauskomme. Weil der Junge sich so dumm anstellt. Es tut mir wirklich leid. Muss eine Belastung sein. Für mich ist es das auch. Hä? Dann geht's hier weiter. Toll, dass da ist das Ding im Weg. Willst du mir sagen, ich komme da nicht ran, weil das Ding im Weg ist? So, oh, relativ zügig rausgeschafft. Ich bin begeistert. So, hätten wir das auch. Wir können ja mal nach der Dose gucken, ob die eine Wegmarkierung ist, weil ansonsten habe ich nur noch das hier, das zum Sprengen da. Und der Totem? Wir können mal nach der Dose gucken. Ja, lass uns mal nach der Dose gucken. Ist die Dose eine Wegmarkierung? Sagt er was Tolles zu der Dose? Ist in der Dose was drin? Das wäre natürlich nice. So. Sind schon wieder diese blöden Ameisen. So. War das der Falsche? Bist du der Richtige? Ja. Nice and clean. So. Nö, lass mich in Ruhe. Gesagt, lass mich in Ruhe. So. Boah. Gehst du mir auf den Kranz? So. Das war in die Richtung, ne? Das war doch hier, genau, da ist es, da ist es. So, nochmal Boinki Boinki machen. So. Hey. Lass mich hier rauf. So, gut, wir sind oben. So. Hier oben gibt es auch viel Rost zu holen. Aber ich habe Rost noch nicht so wirklich gebraucht. Ich weiß, es gibt entsprechende Waffen, die dann Korrosionsschaden machen oder so. Keine Ahnung. Vergiftet wahrscheinlich die Gegner oder so. Habe ich damit wirklich noch nicht auseinandergesetzt. Ich spiele jetzt schon so viele Stunden jetzt mit der 1.0-Version, aber mit manchen Dingen habe ich mich nie auseinandergesetzt. So. Schön weit hoch. Schaffe ich das so? Bin oben. So, Dose. Zeige mir dein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis, oder? Wow. Nichts. Absolut nichts. Ich bin entgeistert. Ich bin entgeistert. Hier ist nichts. Das wäre doch mal ein schöner Ort von den Zahn gewesen oder so. Aber nein. Dose nichts haben, Zahn. Gut, gehen wir zu diesem sprengbaren Loch. Da müsste auch noch ein Zahn unterwegs sein. Meine Güte, ich habe noch einige Markierungen. So. Und
Obwohl einige, stimmt eigentlich gar nicht. So viele sind es nicht mehr. Gut, manche Orte habe ich jetzt auch nicht wieder markiert. Wie zum Beispiel unterm Schuppen. Weil da müssen wir einfach irgendwann wieder reingehen und den Rest holen. Nein, keine blöde Ameise hinter mir. Ekelhaft. So, hier ist nämlich irgendwo so ein sprengbares Ding im Boden. Wenn man schnell sterben will, geht man da oben das Kabel hoch. Glaubt mir, ich hab's ausprobiert. Ja, warte mal. Mal einmal Verband bitte. Mal ein bisschen hochheilen. So, hier ist nämlich irgendwo so ein sprengbarer Stein am Boden. Ich kann ja mal eben Dolch auswechseln hier. Das im Teich hätte ich mal meine Maske mitnehmen sollen. Au. So. Oh, gleich zwei von euch. Hi. Ich werf mal hier kurz was rein. Dann können wir miteinander reden. Oh, oh, ihr Säue. So. Ups, ich hab meine... Oh, hier gibt's mal eine Spinne drunter. Oh, Science. Oh, der Zahn. Ihr wollt mich doch verarschen. Da unten ist eine hässliche Spinne, die mich attackiert, sobald ich da runterspringe. Weil, was ist es für eine? Schwarze Witze vielleicht noch, hä? Hm? Jetzt springe ich da runter und bin tot. Komm, zeig dich mal. Ich will deine hässliche Visage sehen. Kann ich eine Bombe runterwerfen, um sie aufzuschrecken? Warte mal. Hey, da ist eine Bombe. Soll ich der Bombe nachgehen? Ey, wir wissen doch, wenn ich da runtergehe. Okay, mach mal eine Wette. Ich sage schwarze Witwe. Ich sage schwarze Witwe hockt da unten und will mir mal so richtig den Tag versauen. Die zeigt sich nicht. Ja, es war so klar. Oh, sie sieht mich nicht, sie ist blind. Sie ist blind. Ich versuche mal schnell hier durchzukommen. Da ist der Weg. Au, 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 au. Oh, Baby, schwarze Witwe noch hinterher. Sehr schön. So. Schöne Sache. Oh, ich nehme mal so richtig Schaden. Ah, sie ist durchgekommen. Und mein Gepäck ist hier unten. Ah, schöne Sache, Spiel. Ha, 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 sind wir witzig. Ach, wir sind ja so witzig. Hm, sind wir witzig, Spiel. Ich lach mich schlapp. Wir sind ja so unheimlich lustig. Ja, ist so klar, dass eine schwarze Witwe hockt. So, pass auf. Ich popp mich hier mit Smoothies zu, gehe da wieder rein, hol meinen Rucksack und renne einfach den Gang entlang. So. Packe kannst du weglegen. Es war so was von klar. Ach, ist das dreckig. Hier, Rüssli. Und das für ein bisschen Raw Science. Na gut, da ist ja noch dieser Zahn, aber... Oh, nee. Aber nein, Spiel. Aber ganz nein. Böses Spiel.
Ich will meinen Rucksack wieder haben. Komm, grill das mal schnell fertig. Ich packe dabei mal die Smoothies hier unten hin. Es wird so sein, ich renne da rein, trinke die ganze Zeit Smoothies, renne weg, trinke Smoothies, schnapp meinen Rucksack, renne weg. Ich möchte nur mal mit gefüllten Marken da rein. Ah. So ekelhaft. So ekelhaft, Spiel. Wirklich. Ach. Oh, halt. Eine Sache noch. Ich sollte mein Kleid ersetzen. Der hat schon ordentlich gelitten. Ja, hurp, hurp. Ich mach dich nach. So. Mal ersetzen. Mal einzeln verschrotten. Den Kopf von dem Käfer kann ich hier mit einlagern. Holen wir mein Equipment aus der Höhle. Bring mich zur Höhle. Na, du bist zu langsam. Du bist zu langsam. Nee, da gehe ich lieber alleine hin. Furchtbar. Furchtbar Spiel. Die Folge hat so gut angefangen. Ich habe die E-Folge geschafft, bin aus dem Reifen relativ zügig raus und was bekomme ich? Eine schwarze Witwe, die durch enge Gänge wandern kann, vor allem. Ich dachte, die wäre zu dick dafür, aber ich habe auch so heftig Schaden bekommen. Warte mal, Status fällt mir gerade ein, habe ich überhaupt... Ja, ich habe... Giftresistenz 1. Ich habe so viele von euch getötet. Erzählt nicht, dass ich erst Giftresistenz 1 habe. Ich habe zwischen den Folgen zig von den Viechern getötet. Dass die einfach meine ganzen Mutationen wieder weggenommen haben. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir gehen gleich mal in die Richtung. Ich hoffe, ich finde die Höhle wieder. Weil ich habe ja vorhin versehentlich meine... Ja, klar, schwarzer Marienkäfer. Sehr schön. Ich habe vorhin versehentlich meine Markierung weggesprengt. So lustig, Spiel. Haha. Mach dich über den Typen lustig, der nur versucht zu überleben. Ah, jetzt fange ich gleich an mit Wein. Oh, ist ein Zahn in der Nähe. Ja, ich habe hier leider keinen Hammer dabei, um ihn kaputt zu kloppen. Oh, Nox Beetle. Ja, bitte alles auf einmal. Und Ausdauer weg. Das ist ja super. Das ist perfekte Voraussetzung. Hier, der läuft die ganze Zeit schnell hinter mir her. So. Ah, furchtbar. Spiel, was soll denn das? Böses Spiel. Und noch einmal den Käfer. Habe ich schon gesagt, dass die Gegend ja super gefährlich ist? Ich habe es das ein oder andere Mal nebenbei erwähnt. Die ist super gefährlich. So. Wo ist der Höhleneingang? Ist mir egal. Du hast so viel Ausdauer. Ich hab dir so verdammt viel Ausdauer mitgegeben auf dem Weg. Du müsstest hier durchrennen. So. Dreckiges Vieh. Da bin ich. Lass mich bloß in Ruhe. Bist du im Gang drin, ne? Hi. Ich müsste mal vorbei, danke. Oh, lass die kleine Spinne sterben. So. Kommt die jetzt hierher? Machen wir den Zahnstein kaputt. Bei einem Doppelgiftschaden. Ich hätte den Anhänger mitnehmen sollen. Ich hätte aus Prinzip den Anhänger mitnehmen sollen. Au. Giftschaden, jetzt lass mal nach, ja? So. Wie weit kommt die Spinne nach? Hockst du da vorne fest?
Nein, du hockst da vorne nicht fest. Du kannst den ganzen Gang lang laufen, ha? Vergiss es. Die nehmen wir nicht mit. Das ist es nicht wert, sich jetzt mit der anzulegen. Das ist es wirklich nicht wert, muss ich wirklich sagen, weil in der Dunkelheit, Armbrust, siehst du eh wenig. So. Ja, eine Lava. Bitte noch eine Lava mit auf dem Weg. Ich wollte mal in der Nähe von dem Oxbeetle, hieß es doch, da wäre ein Zahn. Ich wollte eigentlich mal gucken, wo dieser Zahn ist. Weil ein Zahn mehr wäre nicht verkehrt. Euch hab ich nie nachgeguckt, was ich mit euch eigentlich machen kann. Ausdauer. Hör auf zu nerven. Hier bei dem Rohr war das, ne? Ich würde mal sagen, im Rohr drinne. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da der Zahn drin ist. Oh, schau mal einer schlau. Wo der überall seine Nägel hingeknipst hat. Er ist ja ekelhaft. So, ist ja auch zufälligerweise eine Wolfsspinne. Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Das wäre ja vollkommen entgangen. Oh. Sollte mal umkehren. Das Ding muss ich von der anderen Seite sprengen, wie es scheint. Wie spreng ich das von der anderen Seite? Die Bombe wirft der. Kann ich unter Wasser eine Bombe dran befestigen? Das ist die Frage aller Fragen. Geht das? Geht's. Nein! Was machst du? Mist. Die klebt da nicht. Also müsste es einen anderen Weg geben. Also ich kann die doch nicht werfen. Ja. Aber sowas von daneben. Muss ich die... Nee. Näher ran, wie es scheint. Die kommt gar nicht bis dahin. Kannst du nochmal so probieren? Nee, die kommt nicht bis dahin. Du musst es einen anderen Weg geben. Ich habe sowieso keine Bomben mehr. Irgendwo muss es noch einen anderen Weg hineingeben. Jetzt habe ich leider keine Markierung mehr, wie ich das klären kann. Ah, furchtbar. Ja gut, na gut, wir wollten eh nach Hause. Sticky Bomb Time ist vorbei. Guck ich mal, was ich noch vorbei die Zähne bekomme. Das klingt auch irgendwie falsch. Ja, aber da unten ist noch was. Manchmal so ein bisschen überleben, genau, das auch, aber überlegen, wie man was angeht. Bloß, das würde jetzt die Folge herauszögern. Da habe ich nicht so Lust drauf. Das, was geht, das haben wir. Ich möchte aber noch mal was nachgucken.
Ah. Nee, muss ich bei Gelegenheit mal nachgucken. Ja, war klar, da ist wieder... Oh, zwei gleich. Ah, nee, Pause gibt's nicht. Die wollte sich gerade so ein bisschen... Ich brauche eine Pause. Nö, Pause gibt's nicht. Nein, die vergiften einen halt auch. Die ekelhaften. So. Gibt also noch mehr Orte. Ich bin die Map so abgegangen und dann übersehe ich diesen Ort einfach mal. Kann ja nicht wahr sein. So. Ich muss mal ganz kurz hier... Würde ich auch was essen für Lebensregeneration? Naja, ich lass mal sein. Ich lass mal sein. So. Ist hier irgendwas Neues? Nein, natürlich nicht. 6 Zähne. Heilung. Sowas von Heilung. Gut, Heilung maximier. Jegliche weitere Zähne gehen also in Hunger und Durst. Also haben wir nur noch Hunger und Durst offen und Verbrauchsgegenstände. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so viele Goldzähne noch finden. Bin ich mir absolut nicht sicher. Ich glaube es eher nicht. Ich denke es wirklich nicht, dass es noch so viele Goldzähne gibt. Eine Verbesserung auf... Genau, genau! Direkt vor der Tür! Geh weg! Nee, falsche Richtung. Weggehen ist die andere Richtung. So, egal. Kriegst mich nicht. So. Muss denn die ganze Welt gegen mich sein? Müssen denn alle Tiere gegen mich sein? Ihr verbündet euch? Och, blöde Pflanze. Steht einfach mal im Weg rum. Lässt mich nicht vorbei. Gut. Das ist schon wieder sowas. Ja. Das höre ich schon raus, welche Art von Gegner es ist. Ob es ein Geschickter ist oder ein Offizieller. Offizieller würde nie direkt diese Melodie starten. So, jetzt ab in meine Basis. Diese Musik schon losgeht, weißt du immer, aha, da ist wieder ein gehirngewaschenes Vieh unterwegs. Gut, gut. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Pflanze von Gras. Kein Graspflanzen, ernsthaft? In so ein Ding wahrscheinlich, dass da nicht nur diese kurzen Stümpfe bei rumkommt, die jetzt dort so wachsen, sondern richtiges Gras. Okay. Gut, gut. Wir haben wieder was erreicht. Ja, in der nächsten Folge muss ich mal gucken, was ich dann mache. Bei rein theoretisch ist noch das hier offen, was ich euch zeigen will. Ich muss noch das hier schnappen. Könnte hier noch Zähne suchen in dem. Könnte aber auch mal anfangen, die Verteidigung für das Ding zu bauen. Das hier wird sehr lang auf sich warten lassen, weil ich den Efeu niemals erklimmen werde. Das ist einfach furchtbar. Ja, ich drücke mich so ein bisschen vor der Verteidigungsmission. Na, man merkt so ganz dezent. Dann muss ich nämlich wieder Ziegel herstellen. Gut, gut. Aber für die heutige Folge soll es gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Tschüss.